Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Bildet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt, das freut mich sehr. Und ja, ihr seht, wir haben gespult, ne? Deswegen, wir werden auch gleich noch das LU anfunken und den Auftrag erteilen zum Ernten des Feldes mit der Hirse. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Ne? Derzeit sind wir quasi noch hier beim Herrn Althaus. Und ihr seht, es synkt gerade alles so ein bisschen nach. Sind wir gerade noch hier beim Herrn Althaus tätig. Und er werkelt, tut und macht. Das ist schon heftig. Das ist schon sehr heftig. So. Okay, warum wird er jetzt? Achso. Okay. Perfekt. Meine Lieben, und zwar schreibt mal mir bitte in die Kommentare, und zwar folgende Frage. Wir haben ja hier so die Reparaturanzeige, ne, beim Traktor generell oder überhaupt. Und da schreibt mal bitte rein, ist es denn effektiv spürbar oder überhaupt spürbar, dass sich das Ganze auszeichnet hier irgendwie? Also merkt man oder habt ihr Erfahrungen, dass man merkt, ob der Schaden irgendwelche Auswirkungen nimmt? Der Reparaturstau, so wie ich es jetzt mal nenne. Merkt ihr da was? Habt ihr da Erfahrung oder ist es generell so? Weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich spüre da jetzt keinen Unterschied. Na? Oder vielleicht bin ich steif, war bloß resistent dagegen. Ich weiß es nicht. Na? Deswegen schreibt da gerne mal in die Kommentare, wie, was, wo. Weil das würde mich schon gerne mal interessieren, ob das denn so ist oder nicht. So, und wir werden jetzt einfach mal runtergehen ins LU und werden da mal durchläuten. Kowalski. Herr Kowalski, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Hier ist der Herr McBlum. Servus. Herr Kowalski, ich fasse mich heute mal kurz. Und zwar bei meinem Feld 39 unterhalb, wo wir das neue Feld angelegt haben zuletzt. Ja, genau. Das wäre erntereif. Wie sieht's damit aus? Könntet ihr mir das abernten? Da Was ist denn da drauf? Sorghumhirse. Ja, natürlich. Das wäre super. Da gibt's ja, bei Sorghumhirse gibt es ja kein Stroh, ne? Glaube. Glaube nicht. Glaube nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Genau. Ich würde einen Anhänger euch wieder hinstellen. Da könnten wir das separat, also so von alleine quasi abtanken. Ja, genau. Na? Alles klar. Das wäre super. Dankeschön. Kein Problem. Ciao. Tschüss. So, perfekt. Gut, da haben wir das auch gemacht. Das passt. So, jetzt müssen wir hier erstmal Jalla geben, weil er ist erstmal unterwegs. Das sind 1, 2, 3. Eiballen. Vier Ballen. So, wie viel gehen drauf? 24, ne? 24 Ballen gehen, glaube ich, drauf. Da ist er ganz schön hinterher, der Kleine, mit Abfahren. So, gut. Die sind, wie gesagt, die sind am Abfahren. Das passt. So. Wenn wir hier hinten jetzt erstmal kurz das durchschwenken, dann schwenken wir nämlich kurz um, dass wir den Anhänger hinstellen können. Perfekt. Perfekt. Das war doch ein Träumchen. Also das war wirklich ein Träumchen. Anders kann man es nicht sagen. So, wo haben wir den Anhänger? Wo haben wir den Anhänger? Nein. Herr Kowalski! Ja? Ich grüße Sie! Ich grüße Sie auch. Was gibt's? Sie wissen, dass Sie Ihren Mitarbeiter verliehen haben. Sollen wir das da jetzt direkt das war nur die Rede von einer kurzen Transportfahrt. Ach so, ne, ich habe keine Ahnung. Meine Infos sind ja halt nur, dass der Mitarbeiter beim Herrn Ferser mit abfährt. Nein, wieder abziehen.
Okay, ne gut, dann sage ich da Bescheid, weil das deswegen. Es war, wie gesagt, es war halt nur die Rede davon, von einer kurzen Transportfahrt. Ja. Und nicht hier, was weiß ich, sonst wie lang oder so. Ja, weil die kurze Transportfahrt ist halt Feld 32, was geerntet werden hat, da sind Rüben drauf. Okay, das ja. Das dauert ein bisschen. Ja, gut, das. Ja, das war, mich hat es jetzt gewundert, weil sie halt. Wir wissen ja, dass die das gesagt haben. Ja, genau. Und jetzt kamen sie halt, deswegen waren wir ein bisschen verwirrt und da dachte ich, frage ich lieber nochmal nach. Deswegen, also es ging ja vor uns bloß darum, also er hatte mich, was hieß vor uns, gestern vielmehr hat er mich angerufen, ging es bloß darum, ob ich jetzt meinen LU-Mitarbeiter bräuchte und da habe ich halt nur gesagt, es geht sich halt um das Unkraut noch beim Feld hier, so und das habt ihr ja erledigt gehabt, das habe ich ja gesehen, so und da ging es halt bloß darum, solange wie ich ihn nicht brauche, dass er ihn halt nutzen kann. Alles klar, so. Ne gut, da weiß ich, da ist ja kein Problem. Wenn und Sie sagen, jetzt brauche ich einen Mitarbeiter, dann wird er abgezogen, ganz deswegen. Einfach. Alles klar. Alles klar, ich danke Ihnen. Kein Problem. Juhu, wiederhören. Ciao. So. Ja, das ist ja ganz legitim, ne? Also wie gesagt, man unterstützt und tut und macht, ne? Das ist alles kein Ding. So, aber wie gesagt, ich brauche jetzt halt den Mitarbeiter. Und ich denke mal, das wird er auch verstehen. Hoffe ich. So, wisst ihr, was gerade kurios ist? Das Force Feedback beim Lenkrad ist gerade wieder reingesprungen. Ich weiß aber nicht, warum das immer hin und her springt. Ich kann es euch nicht sagen. So, wir haben jetzt hier links. Da ist es schon wieder da, der Himmel, Herrgott, nein. Sieht ja los wie sonst was, hey. Das ist ja Wahnsinn. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ballen kommt jetzt. Okay. Ich kann leider nicht schneller fahren. Schieb den mal mit an hier drin. Zehnte Ballen. Er fährt wie der Teufel, als ob ihn jemand verfolgt. Das ist Wahnsinn. Ja gut, hat halt Stress, ne? Hat halt Zeitdruck. Der Kerl. So, machen wir mal den Funzel aus, ist hell genug jetzt. Ah. Merkst du halt auch, ne? Gerade beim Wickeln, da geht dann so die Leistung, PS-mäßig, geht dann schon nach unten, ne? So, jetzt haben wir hier wieder alles mitgenommen, das passt sehr gut. Ah. Perfetto. Mensch, das ist viel zu schnell beim Abfahren. Aber gut, nee, das kriegen wir hin. Was? Jetzt freue ich mich ein bisschen, dass ich ihn unterstützen kann. Ich kann es ehrlich sagen. Kommt doch wenigstens voran. Das passt. Hat halt auch gut zu werkeln hier unten in der Ecke, ne? Wenn wir jetzt mal gucken hier so, da hat halt die ganze Ecke hier unten mit den Feldern. Hat halt genug zu tun. So. Yeah. Dann gucken wir, werden wir dann gleich nochmal Auge machen, dass bei unserem Feld dann halt losgeht. Na, dass das passt. Schauen wir mal. Schön. Halt noch keiner da, ne? Ich bin ja mal gespannt, ob er einen hergibt. So, ansonsten hängt es halt Hausen bei ihm. Oder bei mir viel mehr, ne? Muss man halt sein. Muss man halt schauen. Das ist eine Mähtechnik hier hinten. Wahnsinn. Kraut und Rüben hier. Kraut und Rüben.
Ja, hier ist der Herr McBloom. Ja, Mr. MC Flower. Hallo, Herr Nuss. Wie kann ich Ihnen helfen? Und zwar die guten Erdbeeren. Ja. Schaffen Sie das bitte zeitlich, oder schaffen Sie das zeitlich bis um 8 ans Stadion von den Wolves zu liefern? Bis jetzt um 8? Ja, heute um 8. Schaffen Sie das? Wo ist denn das Stadion? In der Stadt. Das ist das Baseballstadion. Ja, wenn Sie mir jetzt noch sagen, wo genau, dann wüsste ich, wo ich es genau hinbringen soll. Anus. Ja, bei der Molkerei ums Eck ist doch das große Wolfsstadion. Bei der Molkerei, warten Sie, wir wollen jetzt gleich nochmal die Molkerei, Himmelarsch ins Wurm. Die Molkerei, bin ich denn noch blöd? Das ist die Schneiderei, das ist die Spinnerei, das ist ein Blockhaus. Spinnen Sie auch weg? Mit an der Spinnerei? Also was kann man, da kann man hier, sagst du mir, Spinnen, Wolle, oder? Ja, ne? Da kann man Wolle, genau. Ah ja. Bin ich denn, Sapalot? Das kriegen sie schon hin. Müslifabrik, Molke. Ach, die Molke. Ja, jetzt haben wir's. Gut, bis später. Ja. Verdammt. Da muss ich kurz. Ja, jetzt aber Jalla geben hier. Ja, jetzt aber. Was hat er denn mit denen? So, warte mal. Erdbeeren. Das waren doch. Erdbeeren, die hier, genau. So. Was bist du halt gerade reinfahren? So. Nein! Amt der Axtmensch! So, aber jetzt. Ach komm, bleib! Leck mir, ey. Dieses olle Hundepöbel-Ding. Meine Fresse, ey. Ist doch nicht in Worte zu fassen. So, aber jetzt. Schon mal gesagt, dass ich Paletten mag? Nee, wa? Muss ich denn die auch da unbedingt runterrodeln? Ach, man scheint, was er mit den Paletten vorhat. Kuchen backen will oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, meine Liebe. Aber das finden wir raus. Abgestellt. Wunderbar. Anhängen. So, Paletten fest. Und ab geht die Luzi. So, wo muss ich lang? Ach ja, kurz. Ja. Yeah. Passt. Hier ist halt noch keiner am Ernten.
Krumbein, Lohnunternehmen, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo Herr Krumbein, hier ist der Herr McBloom. Ich grüße Sie. Herr McBloom, wie darf ich Ihnen helfen? Und zwar, Herr Krumbein, es ging vor und um Folgendes. Da hat mich der Kowalski angerufen gehabt, wegen meines Mitarbeiters, der bei meinem Personal ausgeholfen hat. Ist denn der jetzt schon dort abgezogen und auf dem Weg zu mir? Oder wie sieht's denn da jetzt aus? Weil ja, der ist unterwegs. Der ist unterwegs? Ja. Perfekt, das war's schon. Dankeschön. Achso, ja, gerne. Ciao. So, gut. Wo ist er denn? Wo bist du denn jetzt hier rein? Ja, hat er denn? Denn hier los. Guten Tag, der Herrn. Herr McBloom, grüß Sie. Grüße, ja. Was ist hier? Das trifft sich ja hervorragend, dass Sie eine Gabel dabei haben, Mensch. Haben wir schon gedacht, wie willst du die Dinger darüber haben? ja, soll die hier auf dem LKW oder was? Ja, gerne. Das Ganze wird gespendet. Wen? Geht an Hurricane-Opfer. Ah, so Zeug. Das macht Sinn. Ja, nee, dann laden wir auf, kein Problem. Können wir machen. Dachte schon, Sie wollen Kuchen backen. Nö, alles gut. Ja. Ja gut, der Herr, eigentlich habe ich mir noch was vom Herrn Althaus und vom Herrn Ferser bestellt, aber der Herr Althaus hat's noch nicht und ja, der Herr Ferser. Was brauchen Sie denn noch? Lässt auf sich warten. Ja, naja, was heißt, lässt auf sich warten? Der Herr Ferser kriegt's nicht her, weil der gerade mit dem LU unterwegs ist und er hat nichts zum Transportieren, hat er gemeint. Hm? Ja. So. Die armen Leute, würde ich mal sagen. Die armen Leute. Na gut, dass es so ehrenhafte Bürger wie uns beide gibt. Genau so ist es. Die da Kosten und Mühen nicht scheuen. Ich habe alles stehen und liegen lassen und habe die Paletten da drauf gejagt mit meinem Gabelstapler. Das stimmt. Ja, einmal frei. Ja, vielleicht sind sie ja noch so vorzeitliche Bürger und holen das beim Herrn Ferser ab gegen eine Entlohnung. Sie zwei. Na gut, Ja, dann, boah. Was ist es denn? Zwei Paletten Honig tatsächlich. Die hätte ich auch mitbringen können, die hätte ich nur umstellen. Genau, die hätte ich nur mitbringen können. Ja, ich wollte da jetzt halt nicht, Achtung, Auto, fahr nicht zurück. Achso, du bleibst stehen, okay. Hält ein. Das Ding ist, er hat ja den Frontlader. Es macht wenig Sinn für uns beide dahin zu fahren, wenn, könnte ja, er so holen. Ne? Findest du ein Stück vorfahren? Ja, warte. Ah ne, warte, ich muss das ein bisschen ausweichen. Warte. Sonst kracht's. Stimmt, da steht da noch ein Pickup. Ja. Ah, jetzt doch weggeschoben. Ja, den können Sie dann zahlen. Ach so, das ist ja Ihre Nuss. Nein, der ist genauso kackbraun wie der LKW. Merken Sie was? Nussbraun. Ah, Nussbraun, ja. Nussbraun. So. Na, dann danke fürs Verladen, Herr Blum. Na, kein Problem, immer wieder gerne, wenn es wieder mal so passt. Von Ihnen werde ich am liebsten verladen. Also jetzt aber schön gesagt. Ich meine, Preise haben Sie mir ja schon genannt, ne? Ja. Da passen Sie mal auf. Das machen wir jetzt halt wie folgt. Also hätte ich einen Frontlader dabei, würde ich jetzt zum Herrn Ferser eilen und das Zeug holen, aber das macht keinen Sinn logistisch gesehen. Wenn, wäre das ein Job für Herrn Blum, wenn er dafür einen Obolus kriegt. Ich muss halt sehen, ich habe halt auch noch ein Dings ja beim Althaus offen. So, Herr McBloom, Sie haben ja auch den Preis genannt, ich überweise Sie ihn auch gleich raus. Ja. Achtung, Herr Schneegans, nass einziehen. Ja, ich sehe, aber alles im Blick. Das ist gut. Bitteschön, und auch für die Dringlichkeit ein bisschen mehr. Ja, danke schön. Danke. Ich warte jetzt noch der Fairness halber, bis er fertig ist, und dann ziehen wir ab. Was hast du denn da eigentlich? Erdbeeren. Lecker. Gute Erdbeeren, ja. Zum Glück stellt da keine Schlagsahne her. Entschuldigung, bitte was? Dann wären wir kugelrund. Ja, stimmt. Was sind denn das Wort? Na gut, na dann. Der Bauch aufgeblasen dann. Naja. Wir ziehen wieder ab, gell? Ja, tschüss. Jo. Was ist gut, Alois? Ja, tschüss. So, gut. Verdammt. Wir müssen mal den Ferser anrufen.
Ihren Fahrstil. Hm? Kennen Ihren Fahrstil. Hä? Ich hab da einen guten Fahrstil. Okay, da müssen wir erstmal gucken. War gerade noch ein Gespräch, kacke. Lief nicht gut. So, was macht denn? Na, dann ist jetzt hier. Gut, gehen wir erstmal runter. So, palim. Müssen wir halt erstmal warten. Ja, theoretisch. Gut, mein Lieben, wir sind schon am Ende wieder angelangt. Deswegen, schreibt was Nettes in die Kommentare, lasst das Däumchen da und ich sage erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.